herzlich willkommen zu Almost Playly an diesem wunderschönen Dienstag oder an einem anderen Wochentag, wo ihr dieses wunderschöne Let's Play guckt. Im wunderschönen Hamburg, im wunderschönen Herzen Europas. Ich heiße euch willkommen. An meiner Seite ist Lars-Erik Pausen, hallo. Sandro, hey. Und Andreas. Und der Moderator dieses Let's Plays, Fabian Krader. Ja, und wir spielen heute ein All-Time-Classic, würde ich sagen, nämlich Agent Undercover. Und für die Leute, die Regeln nicht kennen, erklären wir es ganz kurz. Und zwar, wir haben, es gibt einen Agenten und drei Akteure bei Agent Undercover. Und wir ziehen gleich so kleine Decks, wie ich es nennen würde, wo ein Agent drin ist. Und der sieht zum Beispiel so aus. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, ne? Hoffnungslos verloren, die Nummer. Und es gibt drei Akteure, die sagen, wo die Karten sagen aus, wo sie gerade sind. Zum Beispiel wie hier im Supermarkt. So. Und wir müssen gleich durch geschicktes Fragen herausfinden, wer eigentlich der Agent und wer der Agent ist oder an welchem Ort wir uns befinden. Weil das ist nämlich geheim. Und natürlich darf man sich da nicht verraten und es ist super spannend. Und ich würde sagen, wie die Punkteverteilung ist, das sehen wir dann am Ende. Ja. Um das nochmal klarzustellen, ne? Der Agent muss rausfinden, wo wir sind. Genau. Die Spieler müssen rausfinden, wer unter uns denn der Agent ist. Und das müssen wir durch Fragen herausfinden. Und dann können wir gerne starten. Genau, dazu haben wir hier auch nochmal eine Karte, wo alle möglichen Locations draufstehen. Das heißt, man kann als Agent das irgendwie versuchen, ein bisschen einzugrenzen, bis man dann erahnen kann, wo sich die anderen befinden. Nochmal ein Tipp an alle. Wenn wir jetzt wenn ihr jetzt Agent seid, guckt nicht die ganze Zeit hier auf diese Karte, das verrät euch. Genau. Aha, ihr wollt rausfinden, wo wir uns denn befinden könnten. Also ganz geheim bleiben. Genau. Gibt es einen extra Punkt, wenn wir die Auflösung auf Ungarisch machen? Ja. Okay. Und wir haben natürlich nur 10 Minuten Zeit, ja? Weil es läuft nicht stoppen. Genau. Und danach müssen wir alle lösen. Okay, cool. Da freue ich mich doch drauf. Freust du dich da sehr drauf? Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie sehr freust du dich auf dieses... Ist ein bisschen früher am Morgen, aber ansonsten 5. 13 Uhr oder was ist das? Ich würde dem eine 2 geben für so eine Nummer. Ich kann die Locations höchstens gar nicht mehr tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir potenziell sein könnten. Ich würde sagen, Andreas fängt mal an. Er ist der erste Spieler. Aber ist ja wirklich das Spiel, das wir am häufigsten hier bei Almost Play gespielt haben. Ich glaube, das ist schon mein 4., 5. Mal oder so. Du darfst dir die Karten natürlich auch nicht angucken, ne? Nee. Veteranen sind wir, Andreas. Ja, hast du nicht auch so besondere Fragen, die du immer stellst? Ihr nehmt euch einfach, oder wie? Das sind die Klassiker, ja. Die klassischen Lars-Fragen. Ne? Klassische Lars-Fragen. Oh, krass! Shit! Du darfst auch die erste Frage stellen, weil du... Ich darf die erste Frage stellen. Würdest du sagen... in deinem Beruf verdienst du, oder würdest du sagen, in deinem Beruf hast du genug Kohle, Lars? Nein, ich bin sehr unzufrieden mit meiner Bezahlung und werde auch in Zukunft schauen, dass ich bei dem einen oder anderen Vorgesetzten mal anklopfe an der Tür und sage, ich hätte gern mehr Kohle. Muss man die Uhr stellen? Super. Lieber, jetzt kommen die Klassiker. Lieber Sandro, wie hoch sind denn so durchschnittlich die Decken in deiner unmittelbaren Arbeitsumgebung? Die sind so, naja, was meinst du mit Decken? Meinst du die klassische Decke, wie sie hier 3 Meter hoch ist? Im klassischen Sinne die klassischste Decke, die man sich vorstellen kann. Ist das auch eine klassische Frage, die du immer stellst? Das ist einer der Lars-Klassiker, ja. Okay. Klassiker. Relativ normal. Tatsächlich. Was heißt das? Naja. Naja, normal für das bestimmte... Für den bestimmten Ort, an dem wir sind. Ja, was heißt das denn? Ich, ja, ziemlich, ich darf zwar keine Nachfragen stellen, aber du hast ja noch nicht beantwortet. Normal ist schlecht. Du kannst nicht mal normal sagen. Hat schon beantwortet. Wie ist die Bezahlung normal? Das kannst du nicht machen. Na, er hat es schon beantwortet. Für den... Okay, mach weiter. Okay. Dreckiger Spion. Fabian. Ja? Wie
ist denn so das Klima bei dir an dem Ort, an dem du bist? Ist es sehr warm, ist es sehr kalt? Ist es normal? Da wären wir wieder bei den Normalen. Kommt natürlich auf die Jahreszeit und die Umgebung. Also es kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Aha. Ist das eine Antwort? Ja, ne? Puh. Lars. Ja, ja. Hm. Servus. Servus. Brauchst du Hilfe? Persönlich oder also privat? In deinem Job. In meinem Job? Ja, ich arbeite nicht alleine. Ob ich die anderen brauche, das ist eine andere Frage, die stelle ich mir schon ab und zu mal. Mhm. Weil ich schon auch mittlerweile einen ganz guten Job mache. Ich arbeite auch schon seit mindestens 25 Jahren an der gleichen Stelle und würde sagen, ich bin Vollprofi, was das angeht. Ja? Weiß Bescheid. Ja. Sandro. Kommst du denn viel rum bei deinem Job? Relativ viel, ja. Ja, ja. Würde ich schon sagen, ja. Aber wie nehmen wir denn? Ich darf sie nicht. Ach so, stimmt. Man darf nicht zurückgeben, ne? Genau. Das darf man auch mal klären. Lieber Andreas. Mhm, Sandro. Mit wie vielen Leuten bist du denn so zusammen an dem Ort, an dem du bist? Ja, das sind schon einige schon allein in meinem direkten Umfeld. Und das Ganze dann nochmal entsprechend potenziert, wie es für diese Location üblich ist, kommen da ordentlich viele Leute bei rum. Mhm. Okay. Lars. Bin ich. Wie, als AG, ich meine, wann beginnt denn so deine Arbeit? Schichtarbeit, sprich ab und zu frühmorgens, ab und zu später am Abend. Ja. Je nachdem. Hm. Ich präferiere allerdings, früh am Morgen zu arbeiten, damit ich am Nachmittag meine Kinder von der Schule abholen kann. Ich habe 3 Kinder. Das war eine wichtige Info. Nicht im Ansatz. Lieber Fabian K. Sehen wir, wie viel Zeit noch ist? Nein, ja, aber ich glaube, es ist ungefähr gleich wie die Uhr. Also bis zur Werbung sind es noch 4 Minuten. Das heißt, wir haben noch ungefähr 4 Minuten. Dann sage ich doch das mal. Das K steht ja für clever, ne? Ja. Lieber Fabian K. Wenn du, was sind denn so die größten Gefahren, die auf dich während deiner Arbeitszeit lauern? Die größten Gefahren. Ich würde sagen, heutzutage sind die Gefahren nicht mehr so groß wie früher noch. Mhm. Ich muss nicht direkt auf deine Antwort eingehen. Das ist zwar schwach, aber ja. Ich bin dran. Mhm. Sandro. Ja, ja. Ja. Darfst du dir deine Arbeitszeit selber einteilen? Nein. Es wird fest zugeteilt. Okay. Andreas. Ja.
Bist du denn immer drin oder bist du draußen? Wo findet, also wo ist deine Arbeit? Ich bin definitiv drin. Okay. Was ist denn jetzt hier? Gucken wir uns nochmal die Regeln an, ja, oder wie? Ja, also ich würde gerne jemanden beschuldigen. Dann sag stopp. Kann ich das tun? Ich hätte es jetzt stopp in 2 Sekunden auch gemacht. Mhm. Ja, das ist ja wohl klar. Ja, ja, du bist es aber. Dann haben wir jetzt ein Problem. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wo wir sind. Die Frage nach der Deckenhöhe hat keinen Sinn gemacht. Meine Einstiegsfrage, hast du die Anspielung nicht verstanden oder konntest es nicht verstehen? Aus meiner Sicht bist du nicht am selben Ort wie die anderen beiden. Ja gut, das hätte ich jetzt, könnt ihr abstimmen? Ich sage natürlich nein. Wirklich, ja, völlig unsinnig. Und möchte, ja? Bitte. Das heißt, es liegt jetzt an uns beiden, ob wir darauf einsteigen. Ja, ja, genau. Ihr könnt darauf einsteigen. Ich kann dir sagen, einer wird definitiv einsteigen. Weil sich freut, dass du so einen Unfug laberst. Ja, tatsächlich waren mehrere Fragen, die du beantwortet hast, haben was sagst du mir gegeben, dass du nicht weißt, in welcher Location, ja, dann wir sind. Verstehst du nicht, dass es mehrere Positionen gibt, aber gut. Also ich weiß, dass, ich weiß, dass Lars sehr gut bluffen kann, aber ich muss ehrlich sagen, dass mein Eindruck eigentlich auch ein anderer war. Okay. Also nein. Ja oder nein? Aber Lars drängt mich gerade auch zu einer Entscheidung. Ja. Weil ich nämlich noch vor der Werbung den zweiten Verdacht äußern möchte. Jetzt pokert er aber auch hoch. So klug bin ich nie. Okay, ich sag nein. Okay, deswegen ist es nicht einstimmig. Ja, ja. Es geht weiter. Und ich gucke jetzt mal, auch Stopp zu sagen. Mhm. Ich glaube, es ist möglich, weil jederzeit, das habe ich nochmal nachgeguckt. Ja. Sandro ist offensichtlich, ja, der Agent, ja, fiese Agent. Da steige ich mit ein. Weil er das mit der Deckenhöhe falsch beantwortet hat. Ich meine, jetzt ist eh vorbei. Ja, gut, nee, noch nicht. Doch, das wäre jetzt quasi. Wir dürfen, glaube ich, danach nicht noch einen Verdacht äußern, oder? Weil sonst haben wir irgendwann alle verdächtigt. Ja. Das heißt, jetzt kann ich offen reden. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir erstmal. Bist du der Agent oder nicht? Ja, Mann, ich bin. Nee. Ja. Ich bin die 000. Offensichtlich der Agent. Okay, die Deckenhöhe. Jetzt haben wir natürlich keine Abstimmung, ne? Der Punkt. Du hast ja, du kannst ja, also du würdest ja jetzt nicht eine Sekunde, du bist ja nicht der Agent offensichtlich, das heißt, du musst ja jetzt ja mit Ja abstimmen. Wieso muss ich jetzt mit Ja abstimmen? Ich weiß ja nicht, ob du bluffst. Ja, aber was wäre denn danach gewesen? Dann können wir ja nicht noch einen beschuldigen, weil dann haben wir schon 2 Fragen. Ja, wir können jetzt nicht alle durchmachen. Wenn ich denke, dass du es bist, dann stimme ich doch jetzt nicht für Sandro ab, weil ich kann doch davon ausgehen, dass du vielleicht es gerade so manipuliert hast und er am Ende gar nicht der Agent ist. Dann würde ich ja jetzt nicht für Sandro abstimmen. Hättest du jetzt ja, mit Ja abgestimmt, nee, dann nicht. Ich hätte immer noch gedacht, dass du es bist, tatsächlich. Und hier eine richtig große Performance ablegst. Tatsächlich. Hier können wir jetzt leider auch keine Punkte vergeben, weil du hier reingrätschst. Die Frage ist doch natürlich ja. Wieso denn? Ich habe doch dich verdächtigt. Da kann ich doch nicht eine Runde später sagen, ja stimmt, dann ist es wohl Sandro. Die Frage ist vor allem, wann hätte ich eingreifen können? Wann hätte ich sagen können, stopp, ich glaube, dass ihr... Mein Verdacht wäre nämlich gewesen, wo ihr seid, kann ich das sagen? Ja, sag mal. Supermarkt. Wäre falsch gewesen. So, okay, so, dann sehen wir das als Proberunde, weil ja auch Leute das zum ersten Mal mitspielen und werden keine Punkte verteilen. Ich finde aber, und ich habe nicht verstanden, wieso du mich beschuldigt hast. War jetzt bei mir krass offensichtlich. Bei ihm war es offensichtlich. Ja, die Deckenhöhe in der Dampflokomotive ist nicht normal 5 Meter hoch oder so. Oder hier eine ganz normale Zimmerhöhe, sondern eine Dampflokomotive. Da sind wir übrigens in der Dampflokomotive. Richtig Low Energy Performance, die du in dem Fall abgeliefert hast, ganz Andreas Links. Auch die Frage, bist du draußen oder drinnen, das der da nicht irgendwie mal gekommen ist, ja natürlich. Ich meine, man muss dazu sagen, wieso? Ich bin Grenzposten. Hä? Wieso, ob er draußen oder drin ist? Ja. Wenn er mich fragt, ob ich draußen oder drin bin, das ist eine gute Frage, weil wenn ich gesagt hätte, draußen... Ja, aber ich hab ihn beobachtet dabei und das war, ja, genau so. Das war nicht so... was kann ja, sein, das ne? war nicht so im Sinne von, jetzt habe ich ihn erwischt, ja, weil er mich draußen gesagt hat. Also. Das war jetzt eine Proberunde. Proberunde. Und, wir klären jetzt auch, glaube ich, noch mal ganz kurz in der Werbung, wie das ist. Wie das mit der Anschuldigung machen. Ja. Und dann kommen wir gleich zurück mit einer geilen neuen Folge Agent Undercover. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Tag. Wir sind immer noch da, wir spielen immer noch Agent Undercover.
Andreas ist noch da, Sandro ist noch da, Lars ist noch da und Hi. Ich bin auch noch da. Und es geht jetzt, steigen wir richtig ein, weil jetzt ja. haben wir es richtig gepeilt, oder? Ja, gerade waren wir in der Dampflokomotive. Was warten ihr eigentlich? Grenzposten, du warst was? Speisewagenbegleiter. Speisewagenbegleiter und Fahrgast. Du? Fahrgast. Mhm. Und ich war Tietgos Ügenöck. Der ja. Geheimagent. Ah, ja. Okay. Mir fällt ein, du wolltest mit deiner Frage, wie, ob du mit der Kohle zufrieden bist, ne? Ja, witzigerweise habe ich als früher das Spiel noch gespielt, genau. wurde auch mal genau dieselbe Frage gestellt. Ja, und wer ist damals aufgeflogen als Agent? Ich. Wirklich? Ja. Weil alle gelacht haben und ich nur so mitgelacht habe. Und dann war klar, alles klar, Lars hat den Witz nicht gemacht. Aber du hast halt immer jetzt so ein Fake-Lächeln, deswegen erkennt man das halt nicht. Sowieso. Und jetzt habe ich aber gar nicht das überhaupt nicht im Ansatz als Gag verstanden, als ein bisschen mit der Kohle verstanden, weil Kohle ja so ein Alltagsbegriff ist. Ja. Und ich habe dann selbst auch nochmal den Gag mit Kohle gemacht, weil ich deinen Gag schon gar nicht gehört habe. Okay. Ich habe wirklich gedacht, dass ihr mich relativ früh schon enttarnt habt, weil du auch die ganze Zeit so irgendwie geschmunzelt hast. Ja, es war schon relativ klar, dass du keine Ahnung hast. Ja. Aber naja. Okay. Andreas dachte, weil ich seinen Gag nicht verstanden habe, dass ja, ich der Agent bin. Das war für mich ganz, ganz deutlich. Also guckt mal bitte nochmal in die letzte Folge rein, wo dieser Gag war, wie da die Reaktion war und hier absolute Stille am Tisch. Also da sieht man auch, wie inzwischen sich Rocket Beans weiterentwickelt hat. Kriegst du gleich wieder 10 Upvotes drauf. Nee, das ist schon schwierig hier. Naja, gut. Jesus. So, ich guck gleich mal, wer sich hier wieder die Orte anguckt im Momentan. Ja, okay. Auf Polnisch. Ja, auf Ungarisch. Alles klar, wie geht's los? Ich darf ja die erste Frage stellen. Lars, bist du oft zufrieden in dem, was du tust? Ich liebe meinen Job. Ich bin auf die Welt gekommen und habe gesagt, das ist mein Traumjob. Nach knapp 35 Jahren habe ich die Position übernommen und bin seitdem der glücklichste Mensch der Welt. Ah, okay. Andreas. Lars. Sag mal, es gab doch letztes Mal so einen Streit zwischen dir und Hildegard da. Was ging's denn da nochmal? Das war doch irgendwas mit dem Job. Sie hat doch irgendwas falsch gemacht. Und was ging's denn da nochmal? Warum hast du sie dann so angeschnauzt? Naja, ich sag mal so. Wir hatten ja in den Wochen mehrere kleinere Streits. Und irgendwann ist das Ganze dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? Ja, was ging's denn? Ich glaube, mehr muss ich zu dem Sachverhalt nicht sagen. Fabian. Ja. Wie oft verbringst du Zeit in dieser Location? Ja. Leider nicht so oft, aber ich würde gern öfter. Ja. Öfter, ja? Ja. Sandro, ja, lieber Fabian. Sandro, muss man dich dazu überreden, zu dieser Location zu gehen? Nee, ich bin eigentlich ganz gern dort. Das habe ich eigentlich gerade auch dich gefragt im Prinzip. Das ist eigentlich, naja. Es ging da eher um den Job und jetzt um die Location. Mhm. Andreas. Sandro, mein Freund. Bist du denn zufrieden mit deinem Gehalt? Sehr. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Sehr sogar, muss ich sagen. Das zeige ich hier ja auch. Lars, ja? Hast du besondere Ziele, während du hier bist? Ja, also ich will einfach, dass alles so funktioniert, wie ich mir das am Anfang des Tages ausgemalt habe. Und dass zum Schluss
alle zufrieden sind mit meiner Arbeit, denn dann kann ich glücklich ins Bett gehen. Fabian Kahne. Ja. Da ist diese... Nee, die Frage will ich eigentlich eher Andreas stellen. Nein, kann ich nicht fragen. Jetzt sind alle Standardfragen weg, oder? Nee, es geht immer weiter. Mach ich es halt bei dir. Du, Letztes Mal? Ich habe letztes Mal gehört, dass eine Kollegin sich einen Hund kaufen wollte. Kannst du dir vorstellen, wo könnte der denn bitteschön da sein Geschäft verrichten? Also zur Arbeit. Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro. Wo kann der denn da mal Pipi machen? Oder ist das gar nicht so einfach? Ist gar nicht so einfach. Nee. Ist gar nicht so sein Ding. Also, was sind die von dem Hund? Ja, also das Umfeld mag der gar nicht so. Also soll ich ihr davon abraten? Ja, abraten. Gut. Andreas. Fabian, ich frage ganz speziell dich. Ja. Und niemand anders. Hast du an diesem Ort schon mal schlechte Erfahrung gemacht? Schlechte Erfahrung? Nein, noch gar nicht. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay. Sandro. Alleine hier, oder? Nee. Punkt. Lars. Ja, mein guter. Ja, her damit. Ich will den Ball wieder haben. Du bist so, kommst du viel rum? Sehr, sehr viel. Ich würde sagen, mehr als meine ganze Familie. Andreas, dufte doch mal, riech doch mal. Riech doch einfach mal die Luft und sag mir ein Gericht, das dir dann so sofort einfällt, bei diesem Geruch. Naja, es ist schon etwas, was man sehr gerne zu Kartoffelsalat isst. Stopp. Nein! Ich wollte Stopp sagen, du Wichser. Ich weiß nicht, was die Ossis da so essen. Ich bin der Geheimagent. Und wir sind auf der Firmenfeier. Gott sei Dank, ey. Ich wollte nicht. Bin ich auch froh, dass Fisch du. Sagen, ey. Deswegen, das wäre zu easy gewesen. Ja, oder irgendwie. Irgend so ein Scheiß. Puh. Wir sind auf dem Kreuzfahrtschiff und jetzt möchte ich gerne mal wissen, wieso ich fragen sollte auf einer Firmenfeier, welches Gericht. Also, man da riecht. Auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich natürlich gefragt, ob er irgendwie jetzt völlig was Blödes sagt, was gar nicht zu Fisch passt, weil ich ihn nämlich verdächtigt habe. Und wieso denkst du das? Oder was war jetzt quasi der Grund? Wieso Firmenfeier? Firmenfeier so, weil Hund nicht mit hinnehmen, bist du alleine da, bist du gerne da, wie oft ist es im Jahr, haben wir gefragt. Und dann dieses Kartoffelsalat war für mich so, das ist doch so Fingerfood, also viel mehr als Kreuzfahrtschiff. Also Kreuzfahrtschiff ist für mich ja Vier-Gänge-Menü und Firmenfeier ist für mich ja, aber er hat gesagt, nach welchem... wie das da riecht und so. Das ist ja dieses Meer-Ding, das ist ja Fisch. Und da habe ich überlegt, was man als Beilage zu Fisch nimmt. Okay. Um nicht zu sagen Fisch, weil dann dachte ich, das wird wahrscheinlich das zu eindeutig. Aber lustig, ich hatte dich ja gar nicht auf dem Schirm. Ja. Weil ich finde, dass du durch deine Antwort, ach, ich wäre gerne häufiger hier, habe ich gedacht, du bist Passagier auf einer Kreuzfahrtschiff. Ja. Weil du bist ja immer in diesem Jobmodus und dann sagt man nicht, ich wäre gerne häufiger hier. Ja, brillant, der Mann. Ich wusste schon auch auf jeden Fall irgendwann, ich bin auf irgendwie so einem Vergnügungsding. Und da muss ich jetzt einfach mitspielen. Ja. Wobei, ich hätte eigentlich wissen müssen, die Frage, die du mir gestellt hast, war halt Quatsch. So nach dem, was hast du gefragt, wo ich gesagt habe, nee.
ob man mich dazu zwingen muss, hier zu sein oder so. Genau. Da hätte ich es eigentlich denken müssen, dass da irgendwas corny ist. Okay. Ja, wobei. Ja. Na, aber auf dem Kreuzfahrtschiff, weil er so entrüstet war, da ist doch jeder gerne. Okay, wie ist jetzt die Punkteverteilung? Welche Position hattet ihr? Achso, also Lars war der Kapitän. War Kapitän, ja. Ich war Stewardess. Ich war Passagier. Ja. Hm. Ich habe natürlich am Anfang bei dem Streit gesagt, wegen Ruder rumreißen, ne? Bin ich wieder in die Nummer gegangen. Da muss oder aus dem Ruder gelaufen, habe ich gesagt. Muss ich wohl häufiger mal. Ja, aber jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ist vorbei, die Nummer. Okay. Jetzt kriegt keiner Punkte, oder? Doch, ihr kriegt jetzt, ich habe jetzt verloren, ihr kriegt aber jetzt alle nur einen Punkt. Mhm. Ja, ich hätte sowieso einen falschen Verdacht geäußert, ich hatte den auf dem Schirm, der hat ja nur Quatsch geredet. Ich war richtig, ich habe auch gesagt, viel Gehalt. Wegen diesem Ruderding auch, da war mir schon klar, du bist es ja nicht. Ich habe aufgepasst, Lars. Ja, ich höre Ihnen nicht zu, wenn er in so Bildern spricht, jeder spricht in Bildern in meiner Umgebung, da muss ich nicht immer... Okay. Ich habe es schon mal gewählt, wer zieht zuerst, ist eigentlich egal, ne? Ja, mach doch. Hast du es gesehen? Nee. Nö. Ob du es gesehen hast? Ja, hab ich, Lars. Da fängt jetzt an? Ist das eine Regel eigentlich? Oder steht da drin, dass immer Fabian Krane anfängt? Nee, tatsächlich, aber ich glaube, es gibt eine Regel, aber wir können jetzt einfach, zum Beispiel, du fängst jetzt mal an. Okay. Andreas. Ja, mein Freund. Wie sieht denn so das klassische Schuhwerk bei deiner Arbeitszeit aus? Das ist übrigens eine klassische Frage. Ich? Wer sagt denn, dass ich Schuhe anhabe? Gut. Informationen genug, danke. Sandro. Mhm. Bist du gerne hier? Ja. Ja, Punkt. Ich antworte jetzt einfach immer nur mit Ja oder Nein. Das ist schwach. Es ist eine Antwort. Es ist schwach, aber es ist eine Antwort. Weiß nicht, ob du beim nächsten Mal Agent Undercover noch dabei bist. Ja, wahrscheinlich schon, so wie die Personalnote hier ist. Du bist der einzige wiederkehrende Charakter. Aber Lars, ist denn das, was du täglich siehst, abwechslungsreich? Ja, in gewisser Weise kann man das schon als abwechslungsreich bezeichnen. Ich habe durchaus Kollegen, die andere Jobs haben, die sich in anderen Umfelden befinden, die durchaus mehr sehen. Aber ich genieße dann doch die Zeit. Hier. Gut. Cranny McGrainy! Yay! Sag mal. Agent McGrain. Wie viel Prozent deines Arbeitslebens bist du denn an der frischen Luft? An der frischen Luft. Definiere frische Luft. Es kommt natürlich immer darauf an, sage ich mal, in welcher, also was so gerade meine Aufgaben sind, sage ich mal. Ja. Das heißt, das kann zwischen 60-30 zu 70-20 variieren. Und die Seite darf ich mir aussuchen. 60 an der Luft. 60, 30 und 70, 20. Ja. Und so 10. oder so 10%. Ja. Das ist bewusst. Was machst du da? Bist du im Schwebezustand? Weiß ich nicht, wo ich da bin. Wird jetzt eine allgemeine offene Frage runter. In der restlichen Zeit weiß ich nicht, wo ich bin. Wie? Mhm. Ja, dann stell deine Fragen. Andreas. Mhm. Gehen wir einen trinken? Lass mal direkt auf Arbeit machen. Ja, dich kann ich ja nicht fragen, ne? Kann ich Sandro fragen. Ja, an Lars. Oder Lars? Nee, Sandro. Ja. Hm. Schon mal Probleme gehabt mit den Zuständen hier vor Ort? Schon mal irgendwie länger krank gewesen? Nee. Sandro, ey.
eher Probleme geschaffen. Stopp, ich habe einen Verdacht. Hm. Ja, das ist gut, dass ich das nach meiner Runde mache. Ja, ist gut, dass du es gerade machst, ja. Und zwar glaube ich, dass Fabian der Agent ist. Hm. Soll ich auch erklären, warum? Auf jeden Fall. Gut. Also, du musst uns jetzt überzeugen, dass wir und gegen zwar abstimmen. Konnte er sich nicht direkt äußern, ob er draußen oder drinnen ist. Mhm. Hat er sehr viel rumgeeiert. Und auch die anderen Fragen waren eher vage. Dieses 60-30-Ding hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Auf den Bezug. Aber sollte diese eine mathematische Schwäche, die sicherlich auch außerhalb der Rolle besteht, wirklich zu seinem Untergang hier führen? Aber hast du noch Argumente? Ich habe mich halt bei den beiden Sachen am meisten gewundert. Ich überlege gerade, dass die anderen Fragen noch waren und Antworten. Also dieses 60-30-Ding hat sich für mich gar nicht erschlossen, was das sollte. 60-30, 70-20. Ja, aber also ich will. Und wäre nicht dabei. Auch nicht bei dem Rumeiern mit dem draußen drin, keine Ahnung. Nee. Okay. Was sagst du? Naja, wenn du nicht. Naja, dann ich sag doch nicht. Es kann ja sein, dass du auch noch Argumente hast. Ja, aber die wären eher. Ich war eher auf jemandem anders gerade. Ja. Deswegen, also nein, ne? Nein. Und ich sage jetzt Stopp. Und ich glaube. Ne, lass uns noch ein bisschen spielen. Oh, okay. Was aber spannend, Wir waren jetzt dran. Ja, Sandro hat Stopp nach. Hast du noch wen gefragt? Nee, ne? Nee. Genau, du musst jetzt wen nicht fragen. Wie lange ist die Zeit? 22 noch. Wer war denn vor mir dran? Wen darf ich denn nicht fragen? Andreas. Ja, ne? Ja. Ja. Hast du. Achso, Lars. Bist du in einem festen Gebilde? In einem festen Gebilde? Ich persönlich nicht. Aber es gibt durchaus feste Gebilde in der Umgebung. Lucius! Jetzt haben wir Fabian verwirrt. Ja. Wenn du mal gerade nichts zu tun hast, hast du da nicht irgendeinen Tipp, was man hier in der Umgebung Cooles machen kann? Ja. Ich habe einen sehr guten Tipp. Alkohol. Oh, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Andreas. Hm? Hast du ein Problem damit zu töten? Solange es für Alkohol ist. Das macht doch keinen Sinn hier gerade. Das ist doch alles weird. Macht voll Sinn. Müssen jetzt gleich lösen. Ja, komm, stopp. Stopp, echt, ja? Ja, okay. Das muss doch dann Sandro sein. Ja. Ich traue ihm zwar nicht zu, dass er gleich so die Eier hat und selbst rausgeht und beschuldigt, aber die Fragen sprechen für ihn, was die Location betrifft. Du hast ein paar Mal was Komisches gesagt, aber auch ein paar
richtig zutreffende Sachen. Mhm. Lars hat meiner Meinung nach strahlt komplett aus, dass er weiß, wo er sich befindet. Hätte ich vorhin tatsächlich auch gesagt. Aber irgendwie dieses nach vorne preschen und Selbstbeschuldigen hat mich ein bisschen rausgeworfen. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein taktischer Move. Ich glaube, Sandro ist es, der ich Agent. Ich bin da auch dabei, ja. Ich auch. Das heißt einstimmig. Anhand einigen, also an welchen Antworten macht ihr das fest? Ja, also diese Frage, bist du drin? Du hast auch nochmal, gibt es Gebilde? Scheiße, oder bist du in einem Gebilde? Man macht mir gerade einen Fehler. Bist du in einem Gebilde? Das ist für mich einfach, der weiß nicht, er will wissen, also er weiß nicht, dass wir auf dem sind, wo wir sind. Auch die Beschuldigung von dir war halt so ein bisschen wow. Ja. Ja. So klar, du hast jetzt nicht was Ordentliches gesagt, so, aber deswegen. Boah, fuck it. Sandro, dreh um. Boah, ich hab Angst. Echt, Leute? Nee, nein, Mann. Es ist Krane. Es ist Lars. Es fucking ist Lars. Riecht Lars. Fabian wäre noch schlimmer gewesen, weil ich den ja schon beschuldigt hatte. Oh, shit. Aber Lars, wirklich? Ein ekelhafter, aber durchaus aber gut spielender Typ heute. Aber was meinst du denn mit der Gebildefrage? Alter, wo seid ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auch Konstrukt sagen können. Auf Piratenschiff. Aber Konstrukt ist doch nicht. Also wenn du Pirat bist, bist du meistens in einer Gang unterwegs, Alter. Hast du dein Konstrukt, dein Gebilde? Das meinst du mit Gebilde? Ja, ich dachte, du meinst ein Gebäude oder ein Ding. Ja, ich hätte Konstrukt. Du meinst eine Gang. Okay, dann hätte ich Konstrukt sagen sollen. Aber wenn du Gang sagst, dann bist du zu. Aber Konstrukt hätte ich auch noch an ein Gebäude gedacht. Siehst du, aber wenn du halt Gang sagst, dann bist du sehr auf diesen Pfad Pirat. Also dann ist es für den Undercover-Dude, ist es dann auf jeden Fall einfacher. Ich habe auch immer versucht mitzulachen, wenn ihr hier eure Insider-Lache hattest und so. Aber und ich hatte keine Ahnung, warum ihr das lustig fand. Ich hab so auf dich geachtet und du hast wirklich... Aber du hattest auch... Er hat doch auch irgendein Meer-Wortspiel dabei gehabt. Genau, da kann man da mehr sehen oder so. Das Einzige, was stutzig war, dass er dann nicht Sandro beschuldigt hat, sondern gesagt hat, nee, lass mal noch ein bisschen weiterspielen. Ich wollte da hätte ich es eigentlich denken können. Und zwar war es eine Regelschwäche. Ich wusste nicht, ob ich das als Geheimagent überhaupt darf. Aber ja, darf ich, ne? Was denn? Klar. Ihn beschuldigen. Ja. Und damit das Spiel ja auch beenden. Wenn ihr drei jetzt halt auch gesagt hättet, ihr zwei auch gesagt hättet, dann hätte das hätte ich gedurft. Ne? Das wollte ich in dem Moment machen. Aha. Dann sage ich, wenn ich jetzt zurückziehe, bin ich aber sowieso auch nicht, weil ich wusste, der Verdacht liegt voll auf Sandro, deswegen wollte ich ihn beschuldigen. Mhm. Aber hättest du dann noch auflösen dürfen, was du glaubst, wo wir stecken? Also was wir haben? Hätte ich eh nicht gewusst. Ich dachte, wir sind übrigens am Strand, deswegen so weit weg vom Piratenschiff war es gar nicht. Okay, weil sonst gibt es ja gar keinen Punkt. Schon Sinn, auch diese, er arbeitet in der Nähe irgendwie. Ja, war Quatsch. Und so. Alles völlig unsinnig. Aber gut, weiter geht's. Nächste Runde. Aber du hast dich auch sehr suspicious Verhalten, ey. Gut. Mit deinem 60-50. Ja, naja, ich wollte eigentlich damit aussagen, dass ich permanent besoffen bin und auch nicht weiß, dass ich irgendwo bin. So. Man hätte auch schön irgendwas mit irgendwie Vogel, Papagei, irgendwie so einen Scheiß machen können. Ich würde sagen, jetzt ist ein, bevor wir jetzt eine neue Runde anfangen, gehen wir erstmal in die Werbung und sehen uns danach wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag. Lars ist immer noch an meiner Seite, Andreas ist an meiner Seite, Sandro ist an meiner Seite und ich bin auch noch an meiner Seite. Und ich bin immer noch Agents Undercover, mittlerweile in der dritten Runde. Lars hat gerade gewonnen, ne? Und wie viele Punkte kriegst du denn jetzt? Ja, ich glaube nicht so super viele, aber zwei auf jeden Fall, ne? Weil genau. Es wurde auch der Falsche beschuldigt. Es wurde der Falsche beschuldigt. Ja, zwei Punkte. Mhm. Ach nee, er kriegt sogar noch zwei Extrapunkte, wenn die Mitspieler einen unschuldigen Spieler verdächtigen. Ja, cool. Also hast du jetzt schon... Unschlagbar. Eigentlich unschlagbar. Wer fängt an? Na, der Sieger. Der Sieger? Lieber Andreas, was würdest du sagen... Der Durchschnitts-IQ in deiner Arbeitsumgebung, ist der denn eher hoch oder eher niedrig? Das ist in meiner Position schwierig zu beantworten, die Frage. Tendenziell ist er aber hoch. Mhm.
allerdings für mich sehr schwer zu beurteilen. Lieber Fabian Krane, bist du häufiger hier? Ja, also kommt, ja doch, doch. Ich bin schon häufiger da, erledige Zeug und so und dann gehe ich aber auch wieder. Dann gehst du wieder. Ja. Ach so, einfach. Ja, ja. Raus und weg. Raus und weg, sag ich mal. Ja. Ja, okay. Ich fahre leidenschaftlich gern Bus. Ja. Sandro. Brauchst du für deine Tätigkeit... Also du übst ja einen Beruf aus, ja? Oder? Oder? Ja. Ja, du bist ja irgendwo und... Das war die Frage schon, oder? Bist du arbeitslos? Ja, du kannst nicht hier fünf Fragen jetzt stellen. Also bist du arbeitslos? Nein. Schöne Ja-Nein-Fragen, so wird das Spiel richtig geil. Ja, wirklich. Viel Spaß. Lass gut sein, wie er mich on-cam fertig macht. Lass gut sein, ja. Lars. Sag mal. Musstest du denn viel ackern, um in diese Position zu kommen? Oder bist du da so reingewachsen? Nein, ich habe da sehr, sehr hart für gearbeitet. Es ist so, dass es mir früher schon so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde und ich gar nicht so viel machen musste. Aber danach ist natürlich die Zeit der Ausbildung auch entsprechend lang gewesen, bis ich dann letztendlich dort angekommen bin, wo ich jetzt arbeite. Und das hat schon seine Zeit gedauert. Schön, dass du jetzt da bist, wo du bist. Ja. Sind wir alle zusammen da, ne? Mhm. Du, Krani. Ja. Krane. Das. Also sagen wir jetzt mal 500 Meter nach Norden, 500 Meter nach Süden, 500 Meter, ne? Schön, sagen wir mal, ein Radius von 500 Metern. Wie ist denn da das Durchschnittsalter? Das Durchschnittsalter. Ich würde sagen... Es gibt immer Ausreißer nach oben und nach unten. Das ist bei einem Durchschnitt auch okay. Genau. Aber fragst du jetzt nach dem Durchschnitt oder nach dem Median? Nee, exakt habe ich nach dem Durchschnittsalter gemacht. Ah, ja. Weil der spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Aber ich würde sagen, 25. Mhm. Ja. Wow. Junge Kollegen. Mhm. Sandro. Wie sieht denn so dein Tag aus? Dein Alltag aus? Von morgens bis abends oder was? Nee, so an dem Ort, wo du ja sicherlich bist. Also nachdem ich halt mich auf den Weg mache zur Arbeit und ankomme, gehe ich erstmal in mich. Und hinterfrage einiges. Spreche mit Leuten und bin dann wieder auf dem Heimweg. Geiler Job, oder? Ja. Hey, guter Job, ganz nicht schlecht. Andreas. Mhm. Hast du täglich mit mehr als 10 Leuten zu tun? Nicht jeden Tag, aber an vielen Tagen ja. Das ist schön. Das ist schön. Ich kann dich zurückfragen, ne? Yep.
Lars, zählst du dich eher zum älteren Klientel dieser Location oder eher zu den jungen Leuten? Ich gebe das nicht gerne zu, aber ich würde sagen, ich gehöre zu den ältesten 10% hier. Hm. Aber, um das noch dazu zu sagen, auch zu den schlauesten 3%. Und ich sag jetzt mal Stopp, weil ich gerne Punkte sammeln möchte. Und ich sage, es könnte den armen, armen Sandro schon wieder getroffen haben. Oh Mann, und jetzt verarscht du uns schon wieder. Ich weiß nicht, ey. Den armen, kleinen Sandro hat es meiner Meinung nach wieder getroffen. Also, bei Andreas kann ich, glaube ich, sogar den Beruf einordnen, ungefähr, in unserem Etablissement. Fabian hat durch seine sehr konkrete Antwort, was sein Hobby noch ist, auch irgendwo einen Hinweis gegeben, dass er so, er hätte niemals als Agent so konkret geantwortet. Mit dem Busfahren ist mein Hobby. Und es sei denn natürlich, ich löse gleich. Und Andreas hat auch eine Antwort gegeben, die eigentlich gefährlich ist, wenn du Agent Undercover bist. Deswegen, ich glaube, wenn ihr euch nochmal daran erinnert, was ich so geantwortet habe, ich habe auch sehr, sehr speziell geantwortet. Ich hätte viel schwammiger geantwortet als Agent. Und deswegen glaube ich, dass Sandro leider schon wieder Agent war. Und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Hast du gerade gehört, wie er gesagt hat, ich will Punkte sammeln? Ja, und das ist mir mir auch zu, so klar ist es hier noch nicht, die Runde. Ja, ich bin ja nicht völlig verblödet, bin Agent, sag, ich beschuldige jemanden falschen jetzt. Ja, für Punkte sammeln, weil wenn du Stopp sagst, man hätte ja jetzt abwarten können, in zwei, drei Runden wäre deutlicher geworden, dass Sandro der Agent ist, aber ich will jetzt Stopp sagen und möchte, also ihr könnt mir, müsst mir nicht zustimmen. Genau, ich stimme dir nicht zu. Das ist mir auch noch okay, aber nur weil du nicht willst, dass ich Punkte bekomme. Nein. Oder weil du wirklich. Du hast bewiesen, dass du nicht vertrauenswürdig bist in der letzten Runde. Und meine Argumente waren schlecht. Deine Argumente sind gut, aber ich bin derzeit, lasse ich mich von dir. Gut. Und dass du darauf so darauf pochst jetzt auch, das ist für mich ein ganz klares Zeichen für. Signal. Okay. Und du hättest mir auch nicht zugestimmt. Das war mir noch zu, das ist mir noch zu heiß. Ja. Viel zu heiß. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was. Also, okay, weiter. Gewehr dran? Nee, ich Sandro. Nicht. Ich wurde nur beschuldigt, aber. Genau. Ich wurde gefragt, oder? Andreas hat Lars gefragt. Ja. Ja. Okay. Dann komme ich jetzt. Stimmt. Sandro. Mein lieber, lieber Sandro. Ach, jetzt auf einmal wieder, ja? Sagen wir mal so, könnte es dein oder gibt es das Etablissement, in dem du arbeitest oder existierst, in dem du bist, gibt es das zum Beispiel auch oder gibt es das auch, könnte das auch in 5 bis 10 Dörfern in Deutschland geben, dieses Etablissement? Vermutlich schon, ja. Vermutlich gibt es das. Gut. Hin und wieder. Meine Damen und Herren, ich kann nicht mehr Stopp sagen, aber der Typ, der reitet uns richtig rein. Macht, was merkst du ihr das? Wollt. Naja. Die Zeit ist auch. Ich hatte aber noch nie das Gefühl, dass Sandro weiß, wo er ist. Die Zeit ist um. Wir müssen jetzt jemanden beschuldigen. Ich habe noch nie das Gefühl. Naja, das ist mir zu. Wir müssen jetzt jemanden beschuldigen. Ja. Ich beschuldige natürlich weiterhin Sandro. Ja, gut. Wer mir jetzt nicht mehr folgt, ist einfach nur noch. Ja. Oder Andreas, weil der immer so ein Wichser gerade ist. Aber. Nee. Ich hätte wahrscheinlich letzte Runde schon. Irgendwie passen ist es so ein Schauspieler gerade. Ich trau dich jetzt auch nicht mehr. Aber. Naja. Aber du? Ich weiß gar nicht mehr, wem ich trauen kann. Na, Krale sieht einfach jede Runde wie der fucking Agent aus, Alter. Na komm, aber jetzt mal ganz gut. Ohne. Okay. Also jetzt würde ich. Der reitet uns rein, Andreas. Aber was ist das denn für eine Antwort dann jetzt gerade gewesen? Sandro hat nur schlechte Antworten gegeben. Ja, da sind wir uns einig. Ich hatte die Mathematik noch abgeschreckt, dass das nicht welch schon wieder sein kann, aber die Frage war jetzt auch nochmal. Ich bin pro Sandro. Ich bin
Ich sag jetzt auch, Prosandro, wir spielen es bestimmt nochmal. Ich werde Lars dann, wenn es nicht ist, niemals wieder vertrauen. Prosandro. Ja. Und? Was heißt das eigentlich für mich, dass ich so gut spiele oder so schlecht spiele? Ich find's nicht. Alter, shit! Ich hab die eine Antwort, die habe ich doch gegeben mit diesem, ich recherchiere. Du Schauspieler! Krane ist es. Ja, guck mal Kranes gerade an. Du Schauspieler! Verdammte! Hey. Du! Hey, und du hast mir zu viel geschauspielt zum Schluss. Aber wieso sagst du denn, dass das eine Universität in 5 bis 10 Dörfern? Auf jeden Fall, Mann. Dörfern! Auf jeden Fall gibt's an Dörfern. Ich wollte ein Dorf unter 10.000 Einwohner. Safe. Oder noch kleiner. Safe, können wir recherchieren. Leute, recherchiert eine draußen. Universität. Ja, Mann, ich habe so oft schon. Doch, ich habe so oft schon von irgendwelchen Unis gelesen, das die an Hochschulen oder Fachhochschulen Dörfern sind. Nein, und wenn ich keine Uni an einem Dorf. Doch, Mann. Ja. Eine Uni? Und ich habe doch diese eine Antwort gegeben mit hier irgendwie morgens zur Arbeit, dann halt erstmal recherchieren, in mich kehren, bla, mit Leuten reden und so weiter und dann nach Hause. Das allein dieses Recherchieren. Ich wollte fast noch sagen, ich experimentiere, aber das wäre zu offensichtlich. Ja, ich war zwischen Uni und Weltraumstation. Ich wusste nicht genau, was ist. So diese 3%, ja. Das hat mich, da dachte ich, ey, als Prof, dann dachte ich, die 3% klug, vielleicht doch Weltraumstation. Und da war ich zu unsicher. Ja. Ich suche dir nachher 5 Unis in einem scheiß Dorf aus. Ja, gerne, du wirst keine finden. Leute, schreibt uns in die Kommentare, also wir lösen erstmal kurz auf. Also Andreas kriegt jetzt auch wieder 4 Punkte, damit haben Lars und Andreas gewonnen mit jeweils 5 Punkten. Sandro hat 1 Punkt und ich habe mal wieder, ich glaube in der Historie, ich war noch nie besser als letzter bei Almost Belly. Letzter, naja. Scheiße, also, du warst auffällig, du warst früher in den vorigen Runden, hast du warst immer ganz ruhig und so, hast nie was und jetzt immer so, aha. Mh, bei den IQ-Dingen am gucken. Anfang hatte ich schon Glück gehabt. Ja. Hätte ich da gesagt, niedriger IQ wäre ich sofort weg gewesen. Ich dachte, du bist Putzfrau in der Universität. Ja. Du sagst, du hast in deinem Umfeld eher niedrig, aber generell eher hoch. Deswegen dachte ich, Putzfrau in der Universität. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht vorwerfen will, dass Putzfrauen generell niedrigsten Kuh haben, aber in diesem plakativen Spiel schon. Was für mein Kind. Leute, schreibt uns in die Kommentare, in wie viel 3 Familiendörfern ihr Universitäten habt. Egal. Und ich like die Scheiße wieder nach oben. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder wann immer ihr wollt. Bis das nächste Mal. Tschüss.